Tanz der Bestien, die Gier nach Blut aus dem Buch der Uralten. Kapitel 1. Umbra in Tenebris. Die Nacht hüllte den Wald in undurchdringliches Dunkel, als der Vollmond hoch am Himmel stand und sein silbernes Licht auf die Schatten der Bäume warf. Inmitten der düsteren Szenerie ragte eine verlassene Hütte empor, die von den Einheimischen nur flüsternd Umbra in Tenebris, Schatten in der Dunkelheit, genannt wurde. Doch diese Nacht schien anders zu sein, als wäre eine unsichtbare Barriere zwischen den Welten durchbrochen worden. Umbra, eine junge Frau von geheimnisvoller Schönheit, spürte einen unwiderstehlichen Sog, der sie tief in den undurchdringlichen Wald zog. Ihr Herz schlug wild, als sie durch das dichte Unterholz schritt, begleitet von einem unerklärlichen Flüstern, das durch die Blätter der Bäume zu dringen schien. Ein leises Knistern in der Dunkelheit, das ihre Sinne schärfte. Der Weg, den Umbra einschlug, führte sie immer tiefer in die Schatten. Die Bäume schienen sich wie dunkle Wächter um sie zu erheben. Ein magisches Licht erfüllte plötzlich den Wald, als die Wolken aufrissen und der Vollmond seinen hellen Schein entfaltete. Die Hütte, von der sie gehört hatte, erschien vor ihren Augen wie ein vergessener Traum, verloren zwischen den Jahrhunderten. Die Luft schien von einem geheimnisvollen Flüstern erfüllt zu sein, als Umbra über die baufällige Schwelle der Hütte trat. Die Dunkelheit in ihrem Inneren schien lebendig zu sein, erfüllt von flüsternden Schatten, die sich in den Ecken versteckten. Doch in der Mitte des rauchgeschwängerten Raumes lag etwas Seltsames, ein uraltes Buch, von dem ein schwacher Lichtschein ausging. Umbra fühlte sich von einer unsichtbaren Hand geführt, als sie das Buch öffnete und geheimnisvolle Worte las. Die Seiten flüsterten von einer uralten Macht, von Verwandlungen und den unergründlichen Geheimnissen des Waldes. Und so begann die Nacht von Umbra in Tenebris, in der die Grenzen zwischen Realität und Mythos verschwammen und die Schatten eine Geschichte zu erzählen schienen, die noch niemand zuvor gehört hatte. Kapitel 2. Noctis Arcana Est. Die Worte aus dem uralten Buch hallten in Umbras Gedanken wider, während der Wald um sie herum in fahles Mondlicht getaucht wurde. Ein geheimnisvolles Glühen umgab sie, während sich ihre Gestalt langsam veränderte. Die Luft schien von einer unsichtbaren Magie erfüllt zu sein, während Umbra sich in ein Wesen zwischen Mensch und Bestie verwandelte. Ihre Sinne wurden schärfer und sie hörte den leisen Herzschlag des Waldes. Der Boden unter ihren Pfoten, die einst ihre Hände gewesen waren, vibrierte im Rhythmus der Natur. Ein Hauch von Wildheit umhüllte sie, als ihre Augen in der Dunkelheit glühten. Ein unsichtbarer Pfad führte Umbra tiefer in den Wald hinein, als würde der Wald selbst sie führen. Das Lied der Sterne klang melodisch in ihren Ohren, eine geheime Melodie, die nur der hören konnte, der die Grenze zwischen Mensch und Nacht überschritten hatte. Die Bäume schienen ihr Geschichten zu erzählen, von Jahrhunderten vergangener Nächte, von Geschöpfen, die im Schutz der Dunkelheit erwachten. Die Silhouetten der Bäume formten sich zu phantasmagorischen Figuren, die in einem gespenstischen Tanz miteinander verschmolzen. Umbra, nun Teil dieses uralten Zaubers, tanzte mit den Schatten, während das Sternenlicht ihren Weg erhellte. Die Jagd begann und der Wald erwachte zu einem schattenhaften Theater. Unheimliche Geräusche und flüsternde Stimmen begleiteten sie auf ihrem Weg durch das Dickicht. Die Aura der Nacht war erfüllt von einer seltsamen Mischung aus Furcht und Faszination, als Umbra durch das undurchdringliche Gewirr von Zweigen und Blättern streifte, auf der Suche nach ihrer Beute. In der Ferne hörte sie den leisen Gesang der Sterne, der sie anzog. Es war, als ob die Sterne selbst ihr den Weg wiesen, während sie durch die Dunkelheit irrte. Doch auf der Suche nach ihrem Schicksal erkannte sie auch, dass sie nicht mehr die Jägerin war, sondern Teil eines uralten Kreislaufs, in dem Gejagte und Jägerin eins wurden. Umbra in Tenebris, die Schatten in der Dunkelheit, verschmolzen mit der Magie der Nacht, während der Wald sein uraltes Geheimnis offenbarte. Die Nacht war mehr als nur Dunkelheit. Sie war eine lebendige Geschichte, die in den schattigen Winkeln der Welt lauerte, bereit, von denen erlebt zu werden, die den Mut hatten, sich in die Dunkelheit zu wagen. Kapitel 3. Domus Obscura Umbra. In Tenebris wanderte durch die schweigenden Wälder, begleitet vom Chor der Nacht. Der Wald öffnete sich vor ihr wie ein uraltes Buch,
dessen Seiten von vergessenen Legenden und geheimnisvollen Mächten erzählten. Ihr Weg führte sie zu einer düsteren Hütte, die als Domus Obscura, das dunkle Haus, bekannt war. Diese Hütte, von Schatten umgeben, wirkte wie ein Portal in eine andere Welt. Die Tür knarrte, als Umbra sie öffnete, und sie betrat einen Raum, der von dunklen Schatten durchzogen war. Das schwache Licht, das durch die verrotteten Fenster fiel, enthüllte vergessene Relikte einer längst vergangenen Zeit. Verstaubte Möbel, in Spinnweben gehüllt, zeugten von einem einsamen Dasein im Verborgenen. In der Mitte des Raumes stand ein verwitterter Altar, auf dem eine uralte Schriftrolle ausgebreitet war. Das Buch, das sie zuvor in der Waldhütte gefunden hatte, schien eine Fortsetzung dieser uralten Geschichte zu sein. Umbra las die in einer vergessenen Sprache geschriebenen Worte und spürte, wie eine unsichtbare Macht sie umgab. Die Worte sprachen von einer Entscheidung, die sie treffen musste, zwischen dem Tier, das in ihr erwacht war, und dem Menschen, der sie einmal gewesen war. Die Domus Obscura schien ein Ort der Entscheidung zu sein, ein Ort, an dem sich die Wege des Lichts und der Dunkelheit kreuzten. In dieser Hütte, umgeben von den Schatten der Vergangenheit, musste Umbra eine Entscheidung treffen. Sollte sie der Bestie in sich nachgeben, dem Verlangen nach Blut und Dunkelheit? Oder sollte sie kämpfen, um wieder Mensch zu werden, um das Licht inmitten der Dunkelheit zu finden? Die Schriftrolle leuchtete auf, als Umbra ihre Wahl getroffen hatte. Doch die Entscheidung fiel ihr nicht leicht, denn die Sterne am Himmel flüsterten von einer unausweichlichen Verbindung zwischen Jägerin und Gejagtem, zwischen Licht und Finsternis. Die Hütte schien zu atmen, als die Nacht ihr Geheimnis preisgab. Umbra, umgeben von den Schatten der Domus Obscura, sah einem ungewissen Schicksal entgegen. Die Sterne über ihr leuchteten in einem hypnotisierenden Tanz, während die Schatten der Vergangenheit sie auf einen Weg führten, der das Gleichgewicht zwischen Mensch und Bestie, Licht und Dunkelheit, in der Stille der Nacht neu definierte.